Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es darum, wie wir uns T3 zusammenbauen können. Und zwar hatte ich da zwar schon ein Video erstellt oder mehrere Videos zu diesen ganzen Rätseln hier in Nax Ramas und das auch am Ende von dem Video mit erklärt. Da ich jetzt aber im Stream öfter gefragt wurde, mache ich hier nochmal ein extra Video allein für diese T3-Thematik, dass wir uns das alles so ein bisschen genauer angucken können. Wie funktioniert das also? Als allererstes braucht ihr ein Base-Token und das sind diese Teile hier. Die schimpfen sich immer, hier zum Beispiel Stulpe des beklagten Kreuzfahrers, Armschienen des beklagten Kreuzfahrers und so weiter. Ja? Diese Base-Tokens braucht ihr. Die Base-Tokens könnt ihr, wenn dann, euch selber erfarmen oder im Auktionshaus kaufen. Und wenn ihr euch die selber erfarmen wollt, dann braucht ihr aber erstmal ein paar Achievements, dass ihr eine Freischaltung habt. Alle Freischaltungen, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, sind account-wide. Die müsst ihr einmal mit einem Char machen. Und wenn ihr wie ich dann 100 aufwärts Chars habt, könnt ihr mit jedem quasi direkt zum Farmen anfangen. Ja? So viel zum Anfang. Als allererstes braucht ihr den Erfolg Erinnerung an Sholo. An Sholomance ausgeschrieben hier und das schaltet uns dementsprechend einfach das alte Sholo frei, wie es zu Classic war. Das gibt es ja seit Mists of Pandaria nicht mehr und dementsprechend können wir da rein. Warum brauchen wir das? Naja, es gibt eine andere Geschichte, Schutz der Zitadelle des Schreckens, um die uralten Geheimnisse von Nax Ramas freizuschalten. Und für dieses zweite Rätsel müssen wir in dieses alte Sholo rein. Deswegen altes Sholo als erstes. Dann die Geheimnisse von Nax Ramas freischalten als zweites. Zu beiden habe ich ein Video gemacht. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ihr das Video anguckt, 20 Minuten, halbe Stunde für beide Rätselgeschichten. Da müsst ihr ein bisschen rumreisen, ein paar Sachen anklicken und so, ein paar NPCs interagieren. Und dann gibt es dementsprechend die beiden Erfolge. Wenn ihr die abgeschlossen habt, dann habt ihr die Geheimnisse von Nax Ramas freigeschalten und könnt hier einige Geheimnisse in Nax Ramas angehen. Unter anderem, eins der Geheimnisse ist, dass wir hier diesen NPC in Nax Ramas freischalten können. Dieser NPC verkauft uns verschiedenste Sachen. Und ja, bevor wir uns das jetzt angucken, auch den müssen wir über ein kleines Rätsel freischalten. Auch da habe ich ein Video erstellt. Alle drei Videos packe ich euch unten rein. Quasi alte Sholo freischalten, Geheimnis von Nax Ramas freischalten und den T3-Händler freischalten. Zu allen dreien poste ich euch die Videos in die Infobox. Da reingucken, die anschauen und dann könnt ihr quasi hier an der Stelle weitermachen. So, ihr habt jetzt den Händler freigeschalten und jetzt ist es so, dass ihr dementsprechend hier die T3-Teile kaufen könnt. Es gibt auch noch ein bisschen mehr Zeug, aber da werden wir gleich noch drauf eingehen. Wichtige kleine Randinformation ist, dieses Druckmittel des Todes können wir bei dem NPC selber umtauschen. Und zwar über zwei Sachen. Einerseits können wir abgeben einen Geißelstein und kriegen dann ein Druckmittel des Todes. Oder 10 Geißelsteine des Eindringlings. Wo bekommen wir die her? Naja, wenn ihr diese ganzen Rätsel freigeschalten habt, habt ihr dann einen Buff drauf. Und zwar ermächtigt der Anstecknadel des Agentumdämmerung oder der Agentumdämmerung. Und das ermöglicht uns, Geißelsteine zu kriegen. In Nax Ramas gibt es insgesamt 15 Bosse. Jedes von denen droppt einen, wie ich nenne, großen Geißelstein. Das sind quasi die Verderbten, die könnt ihr 1:1 umtauschen. Heißt, pro Char und Woche könnt ihr 15 Geißelsteine holen. Also 15 mal Druckmittel des Todes holen. Nax Ramas hat eine Weekly-ID, dementsprechend ne, könnt ihr zwar dann mit mehreren verschiedenen Chars das rennen, aber nicht mit dem gleichen mehrmals. Genau, heißt, wenn ihr viele Chars habt, rennt einfach Nax rauf und runter, wenn ihr hier die Freischaltung habt mit dem hier. Wenn ihr nicht viele Chars habt, habt ihr auch eine andere Alternative, und zwar diese kleinen Geißelsteine, die könnt ihr in zwei Instanzen kriegen. Und zwar einmal, wie es früher auch schon der Fall war, in Stratholm. Da droppt dann jeder Boss einen kleinen Geißelstein. Und natürlich auch hier in Sholo droppt dann auch jeder Boss einen kleinen Geißelstein. Da braucht ihr aber 10 Stück. Heißt, ihr braucht einen Haufen Bosse, die ihr töten müsst, um ein Druckmittel des Todes einzutauschen. Aber dafür könnt ihr die Instanzen endlos farmen. Und das kann vielleicht auch für den einen oder anderen eine Option sein. So, jetzt haben wir uns einen Haufen Geißelsteine gefarmt. Wollen uns zum Beispiel einen Kopf kaufen. Jetzt ist es so, dass wir nicht mit 3 Druckmittel des Todes direkt den Kopf kriegen. Das wäre ja viel zu einfach. Sondern wir bekommen ein Base-Token und das können wir einsetzen. Und dann ja, gibt es daraus aus diesem Base-Token dementsprechend ein Random-Item. Ich kann jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, mit meinem Schurken habe ich noch ein paar rumliegen. Also da habe ich jetzt nur 13 rumliegen. Normalerweise benutze ich die in meinen Opening-Videos immer. Wir kaufen jetzt einfach mal so einen Gürtel und ich zeige euch das. Also wir setzen den Gürtel ein. Und was haben wir rausgekriegt? Einfach irgendein Crap-Item. Ja, gut, das ist jetzt 5000 Gold wert. Wir können es jetzt auch gerne nochmal machen. Kaufen wir nochmal so einen Gürtel. Und dann werdet ihr sehen, kriegen wir halt irgendeinen Gürtel raus. Da, jetzt haben wir irgendeinen anderen Gürtel gekriegt. Genau. Also so funktioniert prinzipiell das System.
Wenn wir Glück haben und wir dementsprechend dann ein richtiges Item kriegen, also so eins, Stiftung des beklagten Kreuzführers oder hier den Gürtel, den wollten wir gerade haben, Gürtel des beklagten Kreuzfahrers, dann ist das auch noch kein T3-Teil. Dieses Item müssen wir dann noch aufwerten. Das ist quasi jetzt die Stufe 1 des T3-Craft-Systems. Also, dieses Ding haben wir. Und wie werten wir das jetzt auf? Naja, wir brauchen einmal einen Schmied, einen Lederer oder einen Schneider, je nachdem, welche Rüstungsklasse wir haben wollen. Die Sachen hier könnt ihr nämlich dann mit hier diesen Items upgraden. Da gibt es Rezepte für die jeweiligen Rüstungsklassen. Wenn ihr einen Platten-Item haben wollt, braucht ihr einen Schmied. Wenn ihr ein Leder-Item haben wollt, braucht ihr einen Lederer. Beim Ketten-Item braucht ihr auch einen Lederer. Und beim Stoff-Item braucht ihr einen Schneider. Ne? Sollte ja soweit Sinn machen. Diese Rezepte können aber nur Leute kaufen, die eine bestimmte Heldentat haben. Und zwar ist die Heldentat, dass sie ein komplettes T3-Set haben müsst. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher, wo die drin ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Heldentat, dass ihr ein komplettes T3-Set habt. Und dementsprechend finde ich die jetzt leider gerade nicht. Ich habe die auf jeden Fall, ne? Also wenn ihr die Heldentat habt, könnt ihr das dann craften. Und dann sind die Sachen einmal unter Classic drin. Und dann müssten sie relativ weit oben sein. Genau, hier. Ermattetes Leder schimpft sich das und das tut diese Base-Teile quasi upgraden zur Stufe 2. Ihr seht, die Mattkosten sind etwa 13.000 Gold aktuell. Das sind hier Mats aus Naxxramas, ne? Diese Fetzen kriegt man von den Trash-Mobs, die Runen kann man an den Wänden looten und das andere Zeug, das kann hier unter anderem auch droppen, beziehungsweise sind einfach Classic-Mats, ne? Die könnt ihr euch alle im Auktionshaus kaufen. So, jetzt seid ihr keiner, der ein volles T3-Set hat und kann euch das nicht selber herstellen, denn das Item ist seelengebunden. Ihr könnt in Waldracken, wie es bei auch einem ganz normalen Dragonflight-Item ist, einen Arbeitsauftrag stellen. Stellt dieses Item als Arbeitsauftrag rein und ein Crafter, ein Geskillter kann euch das bauen. Ja? Also wenn ihr selber das nicht bauen könnt, kann euch das wer herstellen. Also wichtig, Arbeitsauftrag. Da könnt ihr halt dann rechnen, 10, 20k, je nachdem wie viel Provision bzw. Taschengeld ihr dem, oder Trinkgeld heißt ja eigentlich, ich sage immer Taschengeld, Trinkgeld geben wollt, könnt ihr dann dementsprechend euch das craften lassen über einen Arbeitsauftrag. Wenn ihr dann quasi das Upgrade-Item und das Base-Item habt, könnt ihr das aufeinander anwenden und dann kriegt ihr das hier raus. Ne? Das ist eine weite Lederarmschiene, seht ihr jetzt? Also das ist jetzt hier Handgelenk in dem Fall, das habe ich mit dem Char nämlich noch rumliegen, also so sieht das dann aus. Und diese quasi Stufe 2-Item, das müsst ihr jetzt noch läutern. Und wie können wir das läutern? Naja, wir müssen einmal ein paar Materialien hier dazugeben. Und zwar, was brauchen wir? Wir brauchen einmal 70 Stücke Phylactere-Gewebe und 10 rechtschaffene Kugeln. Und wo kriegen wir die her? Naja, die rechtschaffenen Kugeln, die können wir aus dem Auktionshaus kaufen. Und das Phylactere-Gewebe, das können wir von dem Händler kriegen oder über das Gamble bekommen. Und wie das jetzt alles funktioniert, will ich jetzt euch mal zeigen. Also wir kaufen jetzt erstmal diese rechtschaffenen Kugeln, hätte ich gesagt. Dann werten wir nämlich jetzt bei meinem Rogue das gleich mal auf, das Set. Und ja, beziehungsweise die Handgelenke. Die kriegt ihr übrigens, also ihr bekommt einmal gratis Handgelenke, wenn ihr diesen Goblin-NPC quasi freispielt. Also rechtschaffene Kugel. Machen wir sie hier. Da seht ihr das, wir brauchen da insgesamt 10 Stück. Ja, die sind jetzt so medium teuer, würde ich sagen. Also da zahlt er jetzt knappe 2000 Gold für den Bums, aber das ist ehrlich gesagt noch der kleinere Betrag. So, das holen wir jetzt hier einmal raus. Gehen wieder schön rein. Und dann müssen wir uns jetzt noch über das Phylactere-Gewebe kümmern. Das können wir nicht im Auktionshaus kaufen, sondern das müssen wir dementsprechend von dem Händler selbst erwerben. Jetzt gebe ich dem gleich auch schon mal ein bisschen Gold rüber. Machen wir jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, wie teuer es genau wird. Lieber mal auf Nummer sicher gehen und hier auch die Kugeln. Genau, machen wir das mal so. So, ups, das habe ich abgelehnt. Upsala. So, ich habe jetzt schon ein bisschen was von diesem Phylactere-Gewebe rumliegen, denn wenn ihr diese Teile hier umwandelt, wo ihr vorhin gesehen habt, ist es so, dass ab und an auch dieses Gewebe dabei ist. Ja, also es kann anstatt einem Item, prockt dann halt das Gewebe raus. Oder wenn ihr dann nicht so viele Procs habt, und die kommen eher selten, dann könnt ihr euch das kaufen, auch für 2000 pro Gewebe. Ich brauche jetzt hier für die Handgelenke relativ wenig, und zwar 70 Stück.
Und ja, heißt, ich habe jetzt schon 21, brauche ich noch 49 von den Teilen. Also, wir kaufen jetzt das 49, ist relativ teuer. Das sind jetzt fast 100.000, die ich dafür zahle. Und ja, dann kann ich das Item hier nehmen und quasi einmal läutern. Und wenn ich es geläutert habe, dann müsste ich einfach einen T3-Teil rauskriegen. Wieder, da haben wir einen T3-Teil und jetzt habe ich dementsprechend auch von dem Rockset einmal die Handgelenke. Wie gesagt, die Handgelenke, diese Stufe 2, wie ich es nenne, was man noch läutern kriegt, kriegt man einmal über die Quest raus. Da solltet ihr euch dann überlegen, mit welchem Chaya die macht, denn ihr könnt die auch nur einmal machen, weil das ja alles eine Account-Freischaltung ist. Gut, damit sind wir jetzt quasi am Ende angelangt. Kleine Randinformation noch. Die verschiedenen Slots kosten unterschiedlich viel von diesem Phylaktergewebe. Ich meine, die Hosen waren, glaube ich, mit am teuersten. Da hast du über 200 gebraucht. Heißt, ich glaube, 210 waren es oder so. Also allein schon mal 420.000, die ihr safe beim Händler raushauen müsst. Plus das Upgrade-Teil, wo ihr nochmal 20k rechnen könnt. Plus dann nochmal die Kosten, was die Hose im AH kosten. Wahrscheinlich auch nochmal 200, 300, 400k, je nachdem. Also das kann schon relativ teuer hier werden. Das solltet ihr euch gut überlegen. Die kleineren Teile, die Handgelenke, waren tatsächlich jetzt auch am günstigsten. Juti, damit sind wir durch mit dem kleinen T3-Guide. Ich hoffe, es ist jetzt alles soweit klar gewesen oder geworden. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich beantworte es. Und ja, dann sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.